Nach dem Ärger über Fahrradwege jetzt eine Liebeserklärung an Witten. Marc Daniel hat sein Herz an seiner Heimatstadt verloren und deshalb schreibt er gerade auch an ein Buch über Witten, über besondere Orte und tolle Menschen. Und dann machen wir mit ihm doch mal einen Stadtrundgang. Schön mit Schmetterlingen im Bauch. Immer wenn er durch die Straßen seiner Lieblingsstadt flaniert, wird ihm ganz warm ums Herz. Hier riecht es nach Ruhrgebiet. Rost und Abgasen. Idylle pur hier in Witten. Das ist ja das Geile. Witten ist nicht quasi das Rotenburg ob der Zauber des Ruhrgebiets, sondern die Hässlichkeit sorgt für den Fokus auf den Charakter der Stadt. Willst du uns mal die schöne Seite von Witten zeigen? Ja, natürlich. Gibt's zuhauf. Aber vorher müssen wir Marc Daniel verstehen, warum er voll auf dieses Städtchen steht. Geboren und aufgewachsen ist Marc, na klar, in Witten. Dann hat er sich aber schwer verliebt. Nein, nicht in Witten, sondern in eine Frau, die in Leipzig wohnt. Jetzt lebt und arbeitet er dort als Zeitungsjournalist. Das Herz jedoch schlägt weiterhin für Witten und seine Originale. Deswegen hat er auch ein Buch darüber geschrieben. Ich wollte eigentlich, sagen wir mal, jeden Tag einen Menschen treffen und danach direkt drüber schreiben. Und ich habe, glaube ich, pro Tag 3 Leute getroffen. Dazwischen geschrieben, war dann noch abends in der Kneipe und ich war danach eigentlich urlaubsreif, obwohl es Urlaubstage waren. Aber es war schön. So, hier ist er, eine der coolsten Socken der Stadt. Ernie trägt zwar nur schlichte Socken, aber für Marc ist er eine coole Socke in der Stadt. Und deswegen hat er ihn in seinem Buch verewigt. Aber warum eigentlich? Marc wahrscheinlich. Ich bin schon ziemlich cool, also richtig. Vielleicht liegt es auch an diesen vielen Gitarren, die schon seit Jahrzehnten verkauft werden. Der kann mir auch immer helfen, egal in welchen Nöten du bist, ob du ein Mikro brauchst oder einen Lautsprecher oder eine Stimmgabel, weiß der Geier was. Ernie macht das, egal ob Samstag, Sonntag oder Mitternacht ist, der ist dafür da. Ich freue mich natürlich riesig, keine Frage, dass ich Erwähnung finde. Schöne Sache. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Helden, nämlich Detlef von Eddys Durst- und Wurstexpress. Marc steht nicht nur auf die legendäre Musikläden, sondern auch auf Wurstbuden, die einen gewissen Charme haben. Früher, vor vielleicht 10, 15 Jahren, hätte man gesagt, das sieht schäbig aus. Aber es ist Kult. Ich finde, das sieht saugeil aus. Also eine super schöne Architektur. Diese Imbissbude in Witten an gibt es schon seit einer kleinen Ewigkeit. Besonders die Arbeiter schräg gegenüber haben die Bude damals sehr geschätzt. Die hatten von 9 bis 9.15 Uhr Pause. Ja. Und die haben sie damit verwendet, hier literweise Bier zu trinken. Und dann haben die auch, hinterher hast du ja erzählt, sich die Bierflaschen um den Bauch gebunden, Panzerband drumherum, Jacke zu, damit der Pförtner das nicht sieht. Ja, genau. Und die Geschichte, die fand ich so super ja, toll. Das ist auch lustig einfach, ja. Ne? Es gibt so viele Geschichten und kultige Originale in Witten. Einige davon haben es in das etwas andere Heimatbuch von Marc Daniel geschafft. Im Mai erscheint es und heißt, wie sollte es auch anders sein, Witten, Kehr, wat schön. Ja, dann Prösterchen. Zum Wohl.